Der hungrige, hungrige Oger. Was hatte das abartige Böse nur mit diesen Schiffen? Warum machte es die immer kaputt, anstatt sie aufzusparen? Wie auch immer, abermals stand die Armee des sagenhaften Bösen an der Küste und wollte übersetzen, diesmal zu den nicht ganz so freien Städten. Doch wie gesagt, dafür bedurfte es eines Schiffes. Glücklicherweise lag in der Nähe die Hafenstadt Viel Winter, und glücklicherweise war dort in der Gegend ein Verbündeter zu finden. Hi Fans und damit mal wieder herzlich willkommen an diesem ganz entspannten Montagabend. Die Arbeit war heute ein bisschen stressig und das zerstörungswütige Böse, wie es heute im Spiel wieder heißt, hatte einfach mal Lust, heute wieder ein bisschen Dungeons 3 zu spielen. Denn wir gehen die nächste Mission an, der hungrige, hungrige Oger, so wie es gerade gesagt wurde. Und, ja. Mache ich ein bisschen Sinn. Mein Schreibtisch sieht wieder ziemlich verrückt aus. Den muss ich morgen auch mal wieder aufräumen. Was ich noch sagen wollte, stimmt ja, Dungeons 4 ist nicht mehr weit von diesem Zeitpunkt aus. Deswegen würde ich sagen, wir gehen jetzt gleich hin. Ich glaube, so 3-4 Missionen haben wir noch in der Hauptkampagne. Vielleicht auch 5 oder 6. Wir werden es herausfinden. Beam mich hoch, Scotty. Währenddessen erst nochmal wieder einen Schluck aus der Pulle. Für sowas kann man Ladezeiten gut nutzen. Die Armee des grausamen Bösen stand abermals an der Küste der westlichen Königreiche. Dort draußen vor der Küste lagen die nicht ganz so freien Städte, ein Ort des unanständigen Reichtums. Bei einem geplanten Marsch auf die Hauptstadt durften diese Städte nicht zurückbleiben. Ansonsten würden sie dem taktischen Bösen in den Rücken fallen. Um dorthin zu kommen, braucht es ein Schiff. Abermals. Wir kennen das ja schon. Da die Kreaturen des fähigen Bösen weiterhin zu unfähig waren, selbst schwimmende Nussschalen herzustellen, musste man sich diese von den Eingeborenen borgen. Ganz in der Nähe befand sich die Hafenstadt Viel Winter, Heimat zahlreicher bekannter Helden und eine berühmte Seefahrerstadt. Leider war Viel Winter äußerst gut bewacht und Treffpunkt äußerst erfahrener, um nicht zu sagen hochstufiger Helden. Die erbärmlichen Kreaturen des opferbereiten Bösen würden hier keine Chance haben. Warum sind wir dann hier? Das macht doch gar keinen Gemach. In der Nähe lagerte jedoch eine mächtige Kreatur. Ein Oger. Dessen Kampfkraft würde es mit den Verteidigern Viel Winters aufnehmen können. Doch zunächst musste diese Kreatur davon überzeugt werden, sich auf die Seite des verschlagenen Bösen zu schlagen. Das ist kein Problem. Ich drohe ihm einfach Prügel an, wenn er nicht spurt. Interessante Idee. Aber ich sagte gerade, dass der äußerst kampfkräftig ist, oder? Der wischt problemlos den Boden auf mit allem, was wir aufbringen können. Na gut. Sehen wir uns das erstmal an. Erst reden, dann schlagen. So, und da morph ich mich auch wieder ins Bild. So, wo sind wir denn? Es ist schon mal positiv. Wir haben nur einen einzigen Heldeneingang. Das heißt, wir fangen erst einmal wieder an. Das, was ich immer mache. Abchecken, wo unsere Dinge sind, unsere Grenzen. Und hier oben haben wir wieder eine ganz weirde Ecke. So, dann bauen wir von der Seite gleich mal nach hier hinten. So. Bauen wir erstmal wieder unsere 4 Hauptstraßen. So. Dann bauen wir erst einmal noch den Ding hier ein bisschen größer. Hier wird auch schon gebraut, ist ja herrlich. Werkzeugkisten sind hier auch jede Menge. Da ist gleich der nächste Ding. Können wir gleich die nächste Schatzkammer anlegen. Ja, dich will ich doch gar nicht. Ich will doch eigentlich nur hier die Dinge anklicken, die Schatzkammer. Die Schmodderlinge des erkundungsfreudigen Bösen hatten einen Raum im Untergrund freigebuddelt. Ja, die Bierfässer nehme ich gleich einmal. Schmeißen gleich hier rein.
So, dann bauen wir uns gleich noch die andere Seite vom Heldeneingang weg. Okay, hier ist gar nicht so viel Platz. Wo geht's denn hier wieder lang? Hier ist nochmal wieder irgendwas. Das sieht schon wieder mächtig verdächtig aus, dass hier so ein Ding drin ist. Ah, wir haben ein klein bisschen Bosartigkeit. Das heißt, erstmal wieder eine Naga- und eine Tüftlerhöhle, dass man Falle bauen können. Auf der anderen Seite nehmen wir am besten gleich den Vortex mit. Und dann erst einmal eine Naga und nochmal zwei Ding. Und der braucht ja erst nochmal wieder hier ein Heim. So, hier können wir gleich ein Ding bauen. So. Ich weiß ja nicht, wie andere Leute das Spiel spielen, aber ich habe ja immer dieses Bedürfnis, ich will einmal in jeder Mission wissen, wo meine Außengrenzen sind beim Bauen. Das heißt, wir bauen uns erst einmal hier rüber. Hier ist momentan nicht mehr viel. Hier können wir von der Seite gegenbauen, dann haben wir das auch gleich. Und irgendwo sind bestimmt auch noch wieder Spinne und Drachennester mit dabei. Hier hinten ist bestimmt irgendein Nest drin. Das umtriebige Böse hatte einen Raum im Untergrund entdeckt. Ja, nur Bierfässer, das geht noch. Aber wir sind jetzt schon überfüllt mit Bierfässern. Zahltag. So, hier können wir wieder zuschütten. Und dann können wir hier gleich die Stube erweitern. Ein Raum im Untergrund wurde freigelegt. Noch mehr Bierfässer. Und das nur Werkzeugkisten. Das umtriebige Böse hatte ein Drachennest angegraben. Ja, das sind nur drei Drachen. Komm, die kriegen wir weg. Okay, vielleicht doch nicht ganz so gut. Das im Schneckentempo spielende Böse war nicht gerade heimlich vorgegangen. Selbst dem taubsten Helden durfte mittlerweile klar sein, dass sich etwas im Untergrund eingenistet hatte. Wie Helden nun einmal so sind, machte sich ein Abenteuertrupp auch schon auf den Weg, um die Schätze dieses Dungeons zu plündern. Ha, ja. Das werden sie büßen. Brecht ihnen die Beine, rupft ihnen die Nasenhaare aus. Genau, rupft ihn die Nasenhaare aus. Das wird's, das bringt's. Und da hinten haben wir wieder eine Goldader, okay. Alter, wie weit geht's denn da noch nach hinten? Das im Schneckentempo spielende Böse. Ich fühle mich ein bisschen dinge, ein bisschen beleidigt. Lass mich halt, ich spiele. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Oh mein Gott. Wahrscheinlich wird es eh wieder nur so ein Trupp sein, der aus drei Mann besteht, oder? Nicht mal, es sind nur zwei. Eure Schnodderlinge haben einen Raum freigeschaufelt. Schon wieder. Noch mehr Bier. Wow. Ich bin entzückt. Oh, ein Spinnennest wurde angegraben. Mit nur zwei Spinne. Ah, nee, vier Spinne. Da gehen zwei Spinne. Wollt ihr noch etwas unnützes Wissen über Oger erfahren?
Oger haben einen irrsinnigen Bierkonsum. Um diesen zu verarbeiten, besitzen sie auch eine überdimensionierte Blase, weshalb Oger gerne als Feuerwehrleute eingesetzt werden. Bei der Vorstellung kräusen sich meine Zehennägel. Aus einem aus Versehen angegrabenen Raum strömen zahlreiche Spinnen. Pfui, Spinne. Ja, natürlich. Bring mich zum Kampf. Direkt raus, los. Ich schmeiß nochmal einen Oger in die Schlacht. Dann reicht nur mal einer. Da, alle auf die da zuerst. Jo. Alter, der Imp geht brutal schnell kaputt. Ich hab noch kein Ding, fällt mir gerade jetzt erst auf, gell? Okay, pass auf. Ich mach einen Cut, ich mach das nochmal. Ich glaube, ich hab jetzt hier ein bisschen zu schnell zu viel expandiert. Das muss ich hier einmal kurz cutten. So. Einmal kurz gecuttet, diesmal machen wir es ein bisschen geschickter. Diesmal gehen wir nicht ganz so schnell vor. Diesmal bauen wir erstmal wieder unsere Räume, dann können wir die einzelnen Dinge. So, außerdem hat er vorher noch gesagt, Oger haben einen wahnsinnigen Bierkonsum. Das heißt, wir werden natürlich zuerst einmal... Wir werden zuerst einmal unsere Bierbrauerei natürlich hochsetzen. So, und hier oben war bislang gar nichts. Wenn ich mich recht erinnere, hier oben kann ich einmal durchbauen. Da war ja nichts. Und in die andere Richtung, da warten wir dann mal noch kurz, bis wir noch ein bisschen mehr Ding haben. Vielleicht sollte ich auch erst noch ein, zwei Schnodderlinge bauen. So. Hier einmal. Hier einmal erweitern. So, erstmal noch um einen Schnodderling erweitern. So. So, einmal hier außen rumbauen bitte. Danke sehr. So, findet den Oger. Zerstört die Stadt Vielwinter. Jetzt pass auf. Da werden wir jetzt nach und nach. Hier haben wir den schon gebaut. Die Ding kommt gleich als nächstes noch. Die Erweiterung vom Gubbel Center da. Und der Gubbel Farm. So, und diesmal würde ich sagen, diesmal graben wir zuerst. Ein Raum im Untergrund wurde freigelegt. Ja, genau, nämlich mit dem Bierfässer. Das umtriebige Böse hatte einen Raum im Untergrund entdeckt. Mit noch mehr Bierfässern. Wenn auch nicht ganz so viele, jawohl.
mehr machen. Das erst noch mal weg. Wir bauen erstmal der Rest noch aus hier. Hier muss erst noch aufgebaut werden. Hier können wir gleich noch eine Schatzkammer einbauen. Und dann werden wir erst das untere Spinnennest ausgraben, eins nach dem anderen dann. So, dann können wir gleich noch die Gubbel-Gubbel-Farm erweitern. Da können wir noch kurz das Mana abgraben. Und dann würde ich eigentlich sagen, könnten wir direkt hier machen wir unsere Ding rein. So, da kommt das vielleicht keine Ahnung, werden wir noch sehen. So, dann würde ich sagen, wo machen wir die Kistenproduktion hin? Die Kistenproduktion könnten wir direkt daneben machen, damit die Dinge nicht so lang werden, die Laufwege. Da hinten sind nämlich, glaube ich, auch nochmal Kisten. Und dann weiten wir hier gleich noch die Bierproduktion aus. Und dann können wir hier nämlich wieder erst mal ein paar Rollen. Das im Schneckentempo spielende Böse war nicht gerade heimlich vorgegangen. Selbst dem taubsten Helden durfte mittlerweile klar sein, dass sich etwas im Untergrund eingenistet hatte. Wie Helden nun einmal so sind, machte sich ein Abenteuertrupp auch schon auf den Weg, um die Schätze dieses Dungeons zu plündern. Ha! Das werden sie büßen! Brecht ihnen die Beine! Rupft ihnen die Nasenhaare aus! Ja, ja, ja. Das werden sie noch bereuen. Jawohl, jetzt pass auf. Erst einmal unsere Tüftlerhöhle. Die kommt dahin. Ich habe natürlich kein Gold mehr dafür. Zahltag. Ja. Feinde sind in den Dungeon eingedrungen. Jo, mein Gott, die zwei, die lassen wir jetzt erst einmal. Das ganze Mana da hinten müssen wir mal noch abgraben dann. Und dann hier wieder, da ist noch wieder Bier. So, haben wir das nämlich auch mal. Dann können wir hier gleich die Bierproduktion. Unnützes Wissen über Oger für 200. Einmal wurde ein Oger bei einem Intelligenzwettbewerb Zweiter. Er war allerdings eigentlich der einzige Teilnehmer, verlor dann aber gegen eine zufällig vorbeisummende Fliege. Oh Gott, Alter, das ist. Das ist halt echt brutal, ja. So, kriege ich jetzt nochmal wieder ein bisschen Gold hier, bitte? Danke. Ich möchte gerne diesen Raum hier fertig bauen. Komm, eins noch. Letzter. Ich überlege gerade, ich könnte auch hier erst einmal zuschütten, dann müssten die Helden zumindest den langen Weg außen rum gehen, gell? Wenn wieder welche kommen. Gut. So, dann einmal ein Arbeitsgerät hier rein. So, dann werden wir gleich noch unsere Armee etwas upgraden. Zuschütten.
Da können wir gleich den Friedhof einbauen dann. Für ein paar Banshees und Zombies und Skelette dann noch später wieder. So, Zauberei dürfen wir später nicht vergessen. Warum passen hier eigentlich nur 40 Fässer Bier rein? So, dann gleich mal noch die Tüftlerhöhle. Machen wir nur eins breiter am besten. So, und dann können wir ja erst schon mal wieder anfangen. Eine Tür hier, eine Tür da, eine Tür da. Da brauchen wir nicht unbedingt eine Tür an der Schatzkammer. So, hier noch ein paar Türen, dann hat sich das erstmal wieder alles. So. Das ist immer so ein bisschen Ding, so am Anfang, jetzt müssen die erstmal wieder ordentlich Gold reinbringen, bis immer wieder 1000, 1500 Gold in die Schatzkammer liegen. So, 50, 60, jetzt können wir hier noch eine Tür reinbauen. Da kommt der nächste Heldentrupp. Es sind Feinde in eurem Dungeon. Jo, kein Problem, die müssen jetzt erstmal außen rum. So, dann Friedhof. Hier rein. So, und jetzt können wir noch ein zweites Ding bauen hier. So, und dann können wir jetzt nämlich nochmal eine davon. Und dann hätte ich gerne, sobald ich es mir leisten kann, noch eine Banshee. Beziehungsweise, warte, was ich mir auf jeden Fall noch leisten kann, ist dann eine Erweiterung vom Bevölkerungslimit, dann holen wir uns nämlich gleich zwei Banshees. Zahltag. Thanos muss sterben. So, alle daher. So, und jetzt drauf, da sind sie nämlich. Den Raum können wir auch gerade einnehmen für Ding. Gut. So, jetzt haben wir genügend Geld. Jetzt holen wir noch zweimal Banshee. So, und dann gehen wir auf jeden Fall erstmal eine Insel des Guten. Eine Insel des Guten holen. Gebt eure Befehle. Denn wir brauchen ja auf jeden Fall nochmal wieder einen Zustrom von Bösartigkeit. Das ist das Erste, was wir brauchen. So, jetzt immer Feste drauf. Es wird langsam. Ich glaube, hier werden wir wieder vier. Wollt ihr noch etwas unnützes Wissen über Oger erfahren? Eigentlich nicht. Oger haben einen irrsinnigen Bierkonsum.
Um diesen zu verarbeiten, besitzen sie auch eine überdimensionierte Blase, weshalb Oger gerne als Feuerwehrleute eingesetzt werden. Bei der Vorstellung kräusen sich meine Zehennägel. So, erst die beiden Novizinnen weg, weil die können heilen. Und jetzt auf den da, weil der will die Naga angreifen. Noch ist alles gut, noch haben wir keinen Monster verloren hier oben. Jawohl, ja, gut. Dann erstmal wieder alle in die Dungeon rein. So. Kisten werden gesammelt, das passt mir alles soweit bis hierhin. Gut. Jetzt würde ich sagen, jetzt graben wir mal das erste Spinnennest an. Das musste hier irgendwo gewesen sein. So, dann können wir auch mal noch den Vortex kaufen. Und gleich hinten dran das Arcanium, weil das möchte ich dann in diese Ecke da unten reinmachen. Dann kommen nämlich die Dämonen hier unten hin. Eigentlich könnte ich das Arcanium direkt hier machen, gell? So, können wir dann gleich nochmal die Einheitenstärke nochmal erhöhen. Hoffentlich hat niemand Arachnophobie. Ein Spinnennest wurde nämlich entdeckt. So, mit 4 Spinnchen. So. Leute, zurück. Was macht ihr eigentlich? Da drauf. Der steht nicht mehr auf. Jawohl, so sieht die Sache besser aus. Jawohl, ja. So. Und jetzt einmal wieder alle in den Thronsaal, weil da kommen gleich noch wieder 2 Helden. So, und währenddessen graben wir hier unten direkt mal weiter ab, alles Gold. So, und ich habe so fast die Befürchtung, dass hier hinten dran auch nochmal irgendwas ist, oder?